So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. So. Dankeschön. Weg mit dir. Und vollbild. So. Sehr gut. Okay. Wir haben ein bisschen Gold verdient, das ist schön. Dann bereiten wir hier alles vor. Dich kaufen wir direkt mal. Dann machen wir hier einen Autoklicker hin. Dann machen wir hier noch einen Autoklicker hin. Dann machen wir hier einen Autoklicker hin. Oh mein Gott. Dann aktivieren wir automatisch das Level weitergehen. Bam. Und das war's. Schönen Tag dann noch. Tschüss. Das war's. Ja. Oha. Zwei Hero Souls. Sehr schön. Gut, während hier unten alles hochlevelt, können wir schon mal hier oben dafür sorgen, dass wir alle auf möglichst hohes Level kommen. Damit wir dadurch noch ein paar Hero Souls bekommen, weil, wie gesagt, für alle 2000 Levels bekommen wir eine Hero Soul dazu. Es macht also tatsächlich doch Sinn, schon von Anfang an hier, oder allgemein macht es halt Sinn, hier drauf ein bisschen zu achten. Wegen Weilbaum. So, 25, 25 und dann 100, 100, 100, 100. Alle auf Level 200. Dann 100, 100, 100. Und hier 25, 25, 25. Langsam müssen wir gucken, wegen zu teuer werden. Wobei, hier ist hier echt alles noch im grünen Bereich. Was tue ich hier gerade? So. 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 Die sind auch alle Level 200. Sehr schön. Jetzt kommen die hier. 1, 2, 3. Bam, bam, bam. Oh, für den war es sogar schon zu teuer. Na, schau mal, na, guck. Danke. Drei Hero Souls. Das ist aber heftig. Ein Träumchen. Geh mal hier weg. Ja, manchmal muss man den Autoklicker unterbrechen, damit man das Ding hier kaufen kann. Weil das kostet der Autoklicker leider nicht automatisch. Ich meine, man kann den Autoklicker zwar hier raufsetzen, also glaube ich zumindest. Nee, kann man gar nicht. Okay, kann man nicht. Ich habe nichts gesagt. So, dann machen wir noch das. Dann können wir uns das Upgrade hier kaufen. Irgendwann mal. Komm, jetzt. Bam. So, und jetzt können wir keine Upgrades mehr kaufen. Das heißt, jetzt kann man bloß noch hochleveln und das kann der Autoklicker machen. Wir machen aber nichtsdestotrotz hier noch mal ein bisschen. So. Haben wir hier noch die Dinger. Ist aber alles. Ah, nee. Gesamtschaden. Sehr schön. So. Hier ist alles bereits Level 200. Das heißt, wir machen hier noch mal 100 Level dazu. Dann hier noch mal 25. Und mehr geht erstmal nicht. Und dann gucken wir mal, wo wir hier jeweils immer hundert Level kaufen können. Holy White 4. 500 Level schon. Guckt mal übrigens hier die Zahlen an, wie stark die ansteigen. Und das ist halt ne. E2, E12, also eine 2 mit 12 Nullen. Daraus wird einfach mal eine 1 mit 25 Nullen. Und das ist hauptsächlich der Effekt, dass halt alle 25 Level ja vierfachen Schaden bekommt. Das heißt, wenn man hier einmal mit 100 Level, mit einmal quasi kauft, hat er alleine durch diesen Anstieg 4 hoch 4, sprich also 256-fachen Schaden. Und das ist heftig. Da kann man, wie gesagt, durchaus noch ein bisschen was rauskitzeln. Hier sind natürlich die anfänglichen Monster auch relativ schwach. Das heißt, ne, er hat jetzt 4
E22. Das ist aber im Vergleich zu dem hier unten mit 1E27 immer noch ein Witz. Das heißt, so macht das erstmal keinen wirklichen Sinn, aber es gibt im Verlauf des Spiels durchaus Konstellationen. Wenn man zum Beispiel jetzt bei dem hier unten mit dem Kauf nicht mehr weiterkommt, weil es zu teuer wird, dann kann man sich damit irgendwie behelfen oder so. Habe ich selbst noch nicht so allzu viel gemacht, aber ich weiß zumindest, dass es halt manche so machen. Ja. So. Sehr schön. Haben wir alle hochgelevelt. Oh. Oh, die Söldner sind da. Stimmt, ab Level 140 oder so gibt es ja die Söldner. Ah. Die gucken wir uns dann bald mal an. Müssen wir erstmal ascenden. Was wollte ich gerade gucken? Was wollte ich gerade gucken? Genau, hier. So, jetzt bekommen wir alleine durch die ganzen Heldenlevel, die ich gerade gekauft habe, direkt 7 Heldenseelen. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir bekommen also insgesamt bereits 20 Heldenseelen. Das ist geil. Wir könnten das Ganze sogar per Quick Ascension machen, dann bekommen wir 66 Hero Souls. Warum denn so viel? Okay. Der Vorteil ist, man bekommt diese 66 Hero Souls direkt gut geschrieben, ohne dass man dafür halt alles verliert. Aber ich dachte, man bekommt ja immer nur ungefähr so viel, wie man selber halt bekommen würde. Und wir würden halt 20 bekommen. Kommt, blöde Biene, geh weg hier. Oh! Kritischer Klickschaden hat. Das ist aber heftig hier. Da bleibt man hier ein bisschen. Kritischen Klickschaden können wir gut gebrauchen. So, machen wir das noch einmal richtig hier. Den Boss mal richtig ausnehmen hier. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Normalerweise bekommt man da halt so viel, wie man hier halt auch bekommen würde. Aber wir bekommen 673 jetzt schon. Hallo? Was ist denn da los? Warum bekommen wir so viele Hero Souls? Habt ihr Langeweile oder so? Das könnten wir tatsächlich einfach mal machen. Ich meine, normalerweise mache ich das immer nach einer Transcension, aber ganz ehrlich, bei 73. Wir haben halt jetzt 6. Das heißt, wir haben 60% Damage zusätzlich. Bei diesen 73 hätten wir also 730% zusätzlich. Also von der jetzigen Stärke, die wir jetzt haben, mit einmal das mehr als Zehnfache. Das ist schon ordentlich. Also, das wäre schon echt heftig. Aber wonach geht das denn hier? Wonach berechnet sich diese Zahl? Kann natürlich sein, dass diese Zahl einfach anhand der aktuellen Stärke berechnet, weil es gibt hier manche Sachen, die berechnet er einfach nach der aktuellen Stärke, zum Beispiel bei den Söldnern später. Da werden manche Sachen nach der aktuellen Stärke berechnet. Ach, siehst du, jetzt weiß ich gar nicht, wenn wir jetzt eine Quick Ascension machen. Akzeptieren die, also würde das denn hier freigeschaltet werden? Oder da nicht? Ah, gute Frage. Jetzt gute Frage. Auf jeden Fall merkt man mittlerweile, jetzt stacken wir ganz schön, weil ja, wir haben halt keinen weiteren Helden, den wir kaufen können. Das heißt, jetzt merkt man schon, okay, normalerweise sollte man spätestens bei Level 140 ascenden, weil wir haben jetzt die Autoklicker und die Combo, damit sind wir wesentlich stärker. Aber normalerweise ohne der Combo würde man bei Level 100 35, 140 stecken bleiben. Da wird es dann sehr, sehr langsam. Das heißt, in der Regel wird man da zum ersten Mal ascenden. Wir sind jetzt schon fast Level 160. Das ist schon ganz schön heftig. Und die Sache ist, wir könnten halt tatsächlich eine Quick Ascension machen. Die Frage ist, können wir den Wert noch weiter steigern? Wenn wir zum Beispiel den Boss bei Level 160 schaffen, wird sich dann der Wert erhöhen? Wir probieren es einfach mal. Achso, siehst du, diese Vergoldungen haben wir ja auch noch alle. Abaddon. Open All. Bitte Klicker. Ja, doch, ein paar haben wir schon.
Ein paar sind schon verklärt. Red Knight. Schon wieder der, den wir noch nicht haben. Das ist doch scheiße. 73. Okay. Ah, komm, komm, gleich hast du es geschafft. Gleich hast du es geschafft. Ich glaube an dich. Smetbo. So, jetzt haben wir 160. Hat sich jetzt verhöht? Noch nicht. Aber wenn ich jetzt den Boss schaffe. Achso, ja gut. Mit Klicken macht relativ wenig Sinn, weil sind bereits Autoklicker. Und trotzdem reicht es nicht, weil ich mache dich ja noch mit hin. So, mal neu starten. Jetzt könnte es fast reichen. 73. Bin ich ja mal gespannt, ob der Wert denn jetzt so automatisch ansteigt. Komm, das schaffst du. Ich glaube an dich. Bam. So. Ja, okay. Das heißt, er steigt einfach bei jedem Boss, egal ob er Heroes Holds gibt oder nicht. Der Wert richtet sich also nach der aktuellen höchsten Zone. Interessant. Okay. Wieder was dazu gelernt. So, jetzt können wir das Ding hier eben aktivieren. Und jetzt das Ding nochmal aktivieren. Haben wir ein bisschen länger, diesen goldenen Klick. Bringt zwar nicht allzu viel, aber egal. Wisst ihr was? Damit wir das einfach mal gemacht haben, mache ich das tatsächlich mal. Wir machen einfach mal eine Quick Ascension. Bam. Bam. So. Das heißt, wir haben jetzt mit einmal 87 Hero Souls. Und jetzt sieht man auch schon, das geht dann bald wieder ratzfatz durch, weil, ja. Ist halt so. Wir haben jetzt mit einmal zehnfachen Schaden. So, und jetzt können wir gucken. Ja, es wurde freigeschalten. Geil. Das heißt, wir können die erste Quest starten. Und normalerweise ist es halt so, die erste Quest ist halt immer einen weiteren holen. Da hat man zwei. Da kann man die beide losschicken, auch jeweils noch einen weiteren zu holen. Dann hat man vier. Aber dann geht es leider nicht mehr. Weil da kann man nur noch einen losschicken, noch einen zu holen. Denn man kann insgesamt nur maximal fünf haben. Ist ein bisschen schade, aber gut. Immerhin schicken wir den erstmal auf Reisen. So, und das hier, das ist die Dendi Transcension. Tja, mal gucken. Wir haben jetzt 87 Shiro Souls. Das heißt, ich muss jetzt erstmal nicht mehr ascenden. Höchstens dann bei Level 200, weil ich glaube, mal weiter als 200 werden wir noch nicht kommen. Aber wir können mal jetzt gucken, ob wir jetzt noch ein paar Heroes. Genau, der hier zum Beispiel, den wollten wir auf jeden Fall holen. Dann haben wir 200% Klickschaden dazu. Den können wir hochleveln auf, ich sag mal, genau, Level 3. Dann haben wir 60% Klickschaden nochmal dazu. Also es ist ja nicht, dass es dazu kommt immer, sondern es wird ja multipliziert. Heißt also, wir haben unseren Grundschaden. Der wird dann mal 80 gerechnet. Ne, mal 8. Ey, Quatsch. Also 8 dazu. Also quasi mal 9. Und das Ergebnis wird dann mal 1,6 gerechnet. Und das Ergebnis dann mal die Combo und so weiter und so fort. Das heißt, diese 60% sorgen wirklich quasi dafür, dass unser Wert verdoppelt, fast verdoppelt wird. Also veranderthalbfacht. So, oh, Alter, sag mal. Ach. Okay, das Spiel mag mich. Ja, wir haben Glück gehabt. Gleich direkt der nächste, den wir bekommen, ist auch ein guter. Denn er ist auch für aktives Spiel geeignet. Er erhöht nämlich den kritischen Klickschaden. Um 15% schon. Ey, 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 ey. Ah, okay, er ist aber auch einer, der etwas teuer. Ah, nee, Quatsch, was laber ich? Alles gut. Da trat schon jetzt auch einer, der etwas teurer ist, aber ist auch pro Level wird er eins teurer. So, und jetzt sieht man schon, wenn ich jetzt noch einkaufen würde, kostet das halt jetzt schon 8.
von 71, das heißt, jetzt muss man schon langsam aufpassen, ne? Jetzt wird es ein bisschen zu teuer. Ich meine, der hier wäre halt auch geil, weil er gibt uns mehr Gold, aber ganz ehrlich, 5% mehr Gold bringt uns halt erstmal eher wenig. Deswegen lasse ich das erstmal. Aber wir haben schon drei extrem gute. Also, es ist ja hier quasi, ist ja. Besser kann es ja gar nicht laufen. Was ist denn hier los? Wir haben Schaden allgemein, dann nochmal kritischen Schaden und dann nochmal auf alles eine Combo. Heftig, läuft. Und zwar echt gut. So, die Frage ist, bis wohin leveln wir die? Was halt ein guter Indiz immer ist, ist alle möglichst gleich zu leveln, also so, dass sie gleich viel kosten. Das heißt, jetzt würde ich quasi die beide kaufen, weil sein nächstes Level kostet 6 und die hier jeweils nur 4. Also quasi immer den am nächsten Level, der halt am wenigsten kostet und dabei aber immer ein Auge auf diesen Wert hier halten. Denn normalerweise, wenn ich jetzt was kaufe, steigt dieser Wert sprunghaft an. Bam. Und das hat man aber schon gesehen, okay. Achso, Quatsch, nee, bei Klickschaden gilt das nicht, weil Klickschaden ist ja in dem Moment quasi ja von der Rechnung ausgenommen, weil das ja erst nachträglich berechnet wird. Ja gut, das heißt, da funktioniert das gar nicht. Egal, ich mach trotzdem beide Male hier so, bam. Ach, hier geht das wieder. Siehst du, hier ist der Wert wieder angestiegen. Weil das halt wirklich direkt der Klickschaden ist. Und das hier ist zwar auch Klickschaden, aber das wird hier nicht mit einberechnet, weil das ja quasi besonderer Schaden ist. Der kritische Schaden nämlich. Ja gut. Egal. Ne, aber normalerweise kann man, wie gesagt, so oft klicken, also hier kann man jetzt quasi so oft klicken, bis der Wert beim Klicken nicht mehr größer wird, sondern anfängt kleiner zu werden. Weil dann hat man nämlich diesen, ja, dieses mathematische Konstrukt mit mal. Ne, man hat ja quasi, oh Gott, jemand Mathematik beibringen. Also hat einen mathematischen Hintergrund, warum das so ist, aber es ist halt so. Man kann den halt beliebig weit erhöhen. Damit senkt man aber diesen Wert hier, diese 630%, und weil die beide in Konkurrenz zueinander stehen, gibt es eine goldene Mitte. Und diese goldene Mitte, wenn man das nicht ausrechnen möchte, kann man halt einfach damit ermitteln, dass man den so lange levelt, bis der Wert nicht mehr steigt beim Leveln, sondern sinkt. So. Warum das so ist, wenn das jemanden interessiert, kann man ein altes Let's Play gucken, mein altes Clicker Hero Let's Play. Da habe ich es, glaube ich, etwas ausführlicher beschrieben gehabt. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Obwohl, jetzt schreiben alle. Nein, hast du nicht. Erklär mal nochmal. Ja, Arschlöcher. Was? So. Genau, der braucht erstmal noch 8 Stunden. Ja, ich glaube, bis Level 300 schaffen wir es noch nicht. Dafür ist das hier einfach zu heftig. Warum bleibt er nicht... Oh! Ja, kann ja auch nicht stärker werden, wenn der hier auf 100-fach gestellt ist. Wow! Auf einmal schaffen wir es ja doch. Guck mal, wie der Wert ansteigt. Ist das nicht schön? Ja. Und schon sieht es doch ein bisschen machbarer aus. Ein Träumchen. Na gut. Dann schaffen wir es ja vielleicht doch bis Level 200. Ach ja, weil ich hier vorhin immer 100 Level dazu gekauft habe. Deswegen war der auf fest 100 eingestellt. Und eben, wenn ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte, dann ist es dem Autoklicker, wie gesagt, egal. Dann kauft er trotzdem jedes einzelne Level. Siehst du? Jetzt halt gerade von 172 auf 173 gegangen. Aber wenn ich das halt nicht mit der Steuerungstaste mache, sondern mit dem Durchklicken. Ups, da war zu viel. So, dann gilt das halt auch für den Autoklicker. Das heißt, der Autoklicker kauft erst, wenn er wirklich 100 Level mit einmal kaufen kann. Und das wird er hier natürlich nicht schaffen. Nie im Leben. Ja. Dumm gelaufen. Na gut. Aber er ist trotzdem relativ langsam.
dieser Wert hier, der so apostrophisch hoch. Was ist da los? Jutchen, das heißt, wir haben 63. Können wir hier noch was Sinnvolles kaufen? Eigentlich eher nicht so. Ich meine, ich könnte jetzt rerollen, gucken, ob dann was kommt, was halt Sinn macht. Aber... Die Sache ist, wenn ich jetzt hier noch mal bei beiden jeweils ein Level kaufe, dann würde ich 10 Heroes Holz verlieren. Das heißt, beide würden jeweils um 20%, um 25% steigen. Dafür würde der aber um, na, 15%, 16% sinken. Das heißt, noch könnte ich das machen. Dann tue ich das noch gleich mal. So. Ja, ich hoffe mal, dass es kein Fehler war. So, Juggernaut erstmal nicht, weil wie gesagt, der ist halt scheiße teuer. Den lassen wir erstmal auf 2%. Und dann müssen wir mal gucken. Wir müssen halt den hier auf zu Level 200 prügeln. Weil sobald er Level 200 erreicht, hat er wieder diesen Vierfach-Kombo. Also, ne, dass er damit einmal vierfach so stark wird. Und das wird dann wieder rein, aber... Das Problem ist immer, erstmal bis Level 200 zu kommen. Sein letztes Upgrade hat er Level 75. Das heißt, ab Level 75 wird er halt pro Level noch ein bisschen stärker. Wird aber extrem viel teurer. Das heißt, man hat zwischen Level 75 und Level 200, wo er dann wieder einen Boost bekommt, gehende Leere. Und diese muss man halt immer erstmal überbrücken. Und das ist gar nicht so leicht. Können wir hier irgendwas machen? Hier kann man nichts machen. Hier kann man nur gucken. Hier sind wir mittlerweile schon relativ gut aufgestellt. Hier gibt es auch nichts. Der macht auch nichts. Das haben wir noch nicht. Ach, scheiße. Was ist denn eigentlich hier in der Mitte? Moment mal. Wir haben die Helden. Wir haben die Dingsterbumster. Statistik. Die Antiken, die Outsider. Dann haben wir hier die Söldner. Was kommt denn hier? Was war denn das? Sag mal, was fehlt denn noch? Eigentlich haben wir doch schon alles. Antiken, Outsider, Söldner, den Clan haben wir. Ach, Reliquien. Ja, die... Oh Gott, wir haben ja gar kein Relikt. Warum haben wir noch kein Relikt bekommen? Normalerweise gibt es hier doch bereits ab Level 100. Na nu, was ist denn hier los? So, mal gucken, was wir hier wieder bekommen haben. The Masked Samurai. Okay, Mann, immer noch nicht. Scheiß lieber dann. Ich meine, ich könnte jetzt auch einen verschieben, aber die Sache ist, wenn ich jetzt den manuell hierhin verschieben möchte, würde mich das 80 Hero Souls kosten. Das ist zu teuer. Und den Zufall hoffen, ja, das wird mit Zufall garantiert nicht passieren. Das heißt, für uns bleibt nichts anderes übrig, als zu beten, dass wir möglichst schnell diese 14 Level hier noch schaffen. Ich versuche mal bei denen zu bleiben. Komm schon, du musst das schaffen. Gib mal her. Auch noch mit hier rauf, bam, ist dann ein bisschen stärker. Das Level kann ich auch übernehmen. Oh, 87 Grad mal. Ist alles so langsam. Oh Gott. Ein Level pro Boss. Das ist nicht gerade sehr viel.
Tja, wir brauchen echt irgendwie so Kisten bräuchten wir halt. Wir bräuchten so Schatzkisten. Das wäre halt geil. Wenn jetzt hier einfach mal eine Schatzkiste nach der anderen kommen würde. Vor allem die Frage ist halt, warum kriegen wir kein Relikt? Normalerweise hätte schon längst ein Relikt kommen müssen. Oh, Ottfrode ist deaktiviert. Ich meine, gut, ein Relikt bringt uns jetzt auch derzeit noch nicht allzu viel. Wobei, wir sind mittlerweile schon fast Level 200. Das heißt, wenn wir jetzt ein Relikt bekommen würden, wäre das auch schon ein etwas stärkeres Relikt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die 80, 90 Level was bringen würden. Noch 8 Level kommen. Tu mir den Gefallen, bitte. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt hier aufhören und dann, weiß nicht, ich morgen meinen nächsten Versuch starte, dann müssten wir jetzt erstmal die Kombo wieder aufbauen. Ja. Und das wird eher schwer. So, machen wir hier wieder raus. Den nächsten Boss schaffen wir sowieso nicht. Da kann kommen, was will. Wir müssen erstmal beten, dass mal eine Kiste kommt. Eine Gold, hier eine Schatzkiste. Warum kommt da keine Schatzkiste? Was ist denn los hier? Keine Schatzkiste, kein Relikt. Wollt ihr mich verarschen? Macht ihr das gerade mit Absicht? Ich weiß auch gerade gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Schatzkiste standardmäßig ist. Aber irgendwas um die 5% waren es, oder? So jedes 20. Monster? War das richtig, oder? War das 2% und jedes 50. Monster? Gute Frage. Ist ja egal. Die Wahrscheinlichkeit ist ja sowieso irrelevant, denn wenn man eine braucht, kommt sowieso in dem Moment seltener. Garantiert. Und wenn man dann eine Schatzkiste hat und man damit keine mehr braucht, dann kommen gleich noch vier weitere hintereinander. Ah, eine Schatzkiste! Oh mein Gott! Bumm! Hat das nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte? Mal gucken, schaffen wir den Boss rein zufällig? Ey, wir könnten ihn sogar fast schaffen. Oh, nee, 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 nee. Also, wenn wir ganz viel Glück haben, obwohl, doch, 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 das schaffen wir locker. Digga, das ist ja, schaffen wir ja lockerst. Ich tippe hier nochmal ein bisschen mit dir. Dann ist das ist ja sowas von easy. Der Boss, guck mal, der geht voll geschmeidig weg. Das schaffen wir, ist ja problemlos. Guckt euch das mal an, ihr Bam, Alter. Ja, oh. Ja, danke. So, jetzt haben wir hier. Ach, scheiße, die Wand. Ach komm, ich bleibe jetzt hier bei dem Boss. Noch zwei Bosse besiegen, da haben wir auch Level 200 erreicht. Dann haben wir das, was wir wollen. Und dann mache ich erstmal bis morgen Aufnahmepause. Brauche ich Bettruhe. Ich meine, für euch ist es sowieso egal. Für euch kommen die Folgen sowieso alle an einem Tag. Einfach so hintereinander geschmissen. Ah, klar. Komm hier, bam. So, reicht vollkommen aus. Easy. Yay, Level 200. Boom, vierfacher Schaden. Geilomato. Ja, na, jetzt ist das auf einmal super leicht. Guck mal, wie geschmeidig der weggeht. Ist doch kein Problem, ist doch easy. Ist doch wo mit einmal quasi. Schön. Schön, schön, schön. Das heißt, sobald wir morgen wieder auf 10.000 sind, haben wir die gleiche Stärke wie jetzt mit 40.000. Also, wie wir gerade eben hatten. Was? Genau. Bevor wir Level 200 erreicht haben. Nice. Tja, ich glaube mal, wir schaffen es echt noch nicht bis Level 300. Das ist.
Ich meine, okay, wir könnten normale Quick Ascension machen, aber ganz ehrlich, Level 300 hat sowieso noch ein bisschen Zeit. Andererseits, wir haben gerade mal 20 Shiro Souls bekommen wir jetzt in der Ascension. Das ist nicht gerade viel. Digga, warum. Ha. Ha. Naja, gut, bei Level 200 kriegen wir auf jeden Fall wieder Hero Souls. Vielleicht sollte man ja doch versuchen, möglichst schnell zum ersten Mal zu transzenden. Denn ab der ersten Transzenden geht es dann ja los, richtig mit heftig Hero Souls. Dann geht's ab, wie Schmitz' Katze. Wäre also gar keine so schlechte Idee, vielleicht. Na gut, das dann auf jeden Fall morgen. Ich mache jetzt erstmal Feierabend und dann sehen wir uns dann bald wieder. In dem Sinne, ciao mit V.